Wieder ein Netzroller. Und der Schweriner Block steht. Jule Paul mit dem 15:13. Schlag ist drin. Anja Brandt. 16:13. Technische Auszeit. Viel Spaß beim Sport wünsche ich Ihnen, DK. Technische Auszeit ist beendet. Tormann bringt den Ball ins Spiel. 16:13. Und auch der Block sitzt. Jule Powell erneut. 17:13. Der Ball zu weit. Aber eine Schwerinerin ist am Ball gewesen, so zeigt es der Schiedsrichter an. 17:14. Die Mank mit der Angabe. Der Querball geht ins Aus. So zeigt es der Linienrichter an. 17:15. Der Crossball landet im Feld. Anja Brandt, 18:15. Gespielt und Anja Brandt erneut zum 19:15. Für Schwerin Auszeit genommen durch die Gäste vom VfB Suhl. Auszeit vorbei. Jule Paul bei der Angabe für Schwerin. Pachales Ball können die Suhler nicht abwehren.
20 zu 15 für Schwerin. Ball vom Block im Aus. 21 zu 15 für Schwerin. Vom Netz direkt genommen. Der Ball zu weit. Punkt für den VfB Suhl. Es bleibt bei der Entscheidung, trotz der Beschwerde von Pachale. 21 zu 16 für Schwerin. Du nun bei der Angabe. Und der Crossball ist drin von Pachale. 22 zu 16. Lisa Thomsen nun eingewechselt für die Angabe bei Schwerin. Der ist soweit. 22 zu 17. Anja Brandt mit dem 23 zu 17 für Schwerin. Der Ball im Aus von Anja Brandt. 23 zu 18. Claudia Steger nun bei der Angabe für Suhl. Der Ball wird übers Netz gedrückt und landet im Feld des Schweriner SC. 23 zu 19. Der Ball ist zu weit.